Und schon was gefunden, Marty. Huch, vielleicht trägt er was mit sich herum. Soll ich nehmen? Ja, das ist so eine Situation jetzt. Das erste Mal solltet ihr dir Nein sagen. Weil dann hat euer Pokémon euch lieber. Wenn ihr Ja sagt, dann beim ersten Mal, dann hat es euch nicht mehr so gerne und naja, es wehrt sich dann. Nein. Flash hat das jetzt gefunden und sieht fröhlich aus. Hm, ja, gut. Okay. So, ich steig mal. Nein, Flash das jetzt so. Ich steig mal das Fahrrad und rate mal los. Bevor ich hier ins hohe Gras gehe. Diese Musik ist einfach so toll. Ja, ja, sie ist einfach super schön. So, Schutz. So. Und, wer bist denn du? Hallo? Bauba. Das ist Bauba. Sehe ich richtig? Dieses Ding, das du so bei dir trägst, ist doch ein Pokédex, oder? Ach ja, das war, da wäre eine Erinnerung wach. Mein Name ist Bauba. Bis vor kurzem habe ich noch in der Safari, nach dieser Safari in Fuxania City geleitet. Aber es tauchten immer neue Parks auf und irgendwann blieb meine Safari zum Hinter der Konkurrenz zurück. Also ergriff ich die Initiative. Ich eignete mir im Ausland einige neue Kniffe an und entschied mich, in Anemonia City eine neue Safari zu eröffnen. Diese zwei uns hier kennenlernen, ist bestimmt Schicksal. Wenn es mal kein guter Grund dafür ist, Telefonnummer zu tauschen, was? Ich kenne dich nicht mal, du bist eben so ein Opa, der mich anquatscht. Jetzt mal eine Frage an euch. Wenn ihr so ein Opa auf euch zukommt und dann nach eurer Telefonnummer fragt, gebt ihr ihm sie? Also die Frage ist nicht für Mädchen gedacht, sondern für Jungs. Man weiß lieber, dass Großväter so gerne haben. Wenn die Safari zu einer Eröffnung wird, bist du der Erste dafür von der Fährgeber. Ja, ich geb dir mal meine Nummer. Ruf einfach 0900 3x3, 4x die 2 an. Dann hast du mich an der Leitung. Verlange so hemmungs- und zwanglos. Okay. Schutz wirkt nicht mehr. Gut. Bist du so voll doof? Ey, cool, wir sind in der nächsten Leitung. Zora TM60 Ableitschieb. Aber, da habe ich doch noch ein Item gesehen. Da unten, ne? Nein! Falsch gelaufen, verdammt. Jetzt darf ich wieder zurückkradeln. Darum hasse ich das Fahrrad. Das ist doch doof zu lenken. Ich steig mal ab. So. So, ein bisschen langsamer zu Fuß, aber egal. Yeah, kein Pokémon, so. Okay. Ja, toll, muss ich mehr umweg gehen. Ich gehe zuerst mal hier. Ja, Koko. Ist das ein Brokobaum? Ja, schütteln. Shake it, baby, shake it. Shake your Koko. Hm. Hey, ein Fotograf, oder? Na, mein Name ist denn da? Guten Tag, ja, ich bin der Fotograf von Digi, ja, Mann. So haben wir es gerne, dann mach dich mal bereit fürs Vögelchen. Wo ist ein Vögelchen? Wo? Ja, man cross wieder im Rampenlicht und Griffel wird von mir verdeckt. Ausgezeichnet, ja. So. Und das ist doch ein bisschen besonder hier. Ja. Dieses Mülltang hier ist krank, das arme Teil. Krank, sein Ruf ist sehr schwach. Muku ist krank. Das ist Muku, okay. Es braucht jetzt sehr, sehr viele von den Siedenbeeren, die es so gerne mag. Muku ist krank, es braucht jetzt sehr viele von den Siedenbeeren, die es so gerne hat. Haben wir Sindelbeeren? Beutelbeeren. Sindelbeeren, 3 Stück. Okay. Aber ich werde ihm nicht alle geben. Vorher benutze ich noch das Pflanzset. Das registriere ich noch schnell. Dann benutze ich es, einsetzen. Ich pflanze mal. Ja, ich habe keinen Dünger. Mal eine Sindelbeere. Oder dann gleich 2. Weil dieses Mülltank braucht sehr, sehr viele Sinelbeeren, das kann ich schon mal sagen. Gibt's hier noch eine Pflanze? Eine Persenbeere, ja, die ist immer gut für Verwehrung und so. Und sonst noch eine gute Beere. Persif, Wildbeere. Ne, eine Persifbeere. So. Wässern. Und alles gewässert. So. Jetzt müssen wir einfach eine Weile warten. Jo, dann geben wir mal eine, oder? Mülltank, sein Ruf ist sehr schwach. Wie kann man ihm eine geben? Das macht das selbst auf den Sinn, den ich so gerne mag. Ja, ich will ihm eine geben. Hm, gehen wir mal ins andere Haus.
Reden wir mal mit den zwei hier. Bisschen was mit Mülleimer. Naja, ist schon komisch, wenn ein Fremder neu rauskommt, neue Müll durchsucht, oder? Unsere Milch ist sogar, wird sogar bis nach Kanto geliefert. Ja, nicht mit Sinner oder Ishu oder Höhen. Wenn unser Mülltank keine Milch mehr gibt, haben wir also echt Probleme. Und du? Unser Mülltank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Die Leute reißen sich richtig gehend darum. Aber wenn wir ja, ich will meine Sinnelbeere geben, aber es geht nicht. Es würde keine nehmen. Da, meine Tank, nimm eine. Ja, endlich. So, gib mir Tank eine Sinnelbeere. Aber ich finde sie noch richtig schön gemacht. Die so richtig detailgetreu. Hier noch ein bisschen Heu auf dem Boden. Hier noch die Fässer mit Milch, die man nicht klauen kann. Mülltank, es schaut vor Energie. Mülltank, es schaut vor Energie. Und hier drin ist Wasser. Wow, so. Ja, das war's mit der Moku Farm, Mülltank Farm, was auch immer. Dann geht's hier weiter runter. Ein Psycho, im wahrsten Sinne des Wortes. Zeig doch mal, was dein Pokémon-Team da drauf hat. Eine Herausforderung vom Psycho Maximo. Maximo? Ja, Flagmon, das ist ein Wasserpsycho-Viecher. Ladestrahl. It's time for a laser! Flagmon ist besiegt und meine Spezialangriffskraft steigt. Und als nächstes kommt wieder ein Flagmon. Ja, interessant. Naja, eigentlich nicht. Nochmal Ladestrahl. Oh, daneben. Fluch. Ja, dieser Attacke ist eigentlich ein bisschen nervig, vor allem bei Nicht-Geist-Pokémon ist sie eigentlich nicht so nervig. Aber bei Geist-Pokémon ist sie einerseits nützlich, andererseits nervig. Also bei Nicht-Geist-Pokémon, da senkt die Initiative und steigt dafür die Angriffs- und Verteidigungskraft. Bei Geist-Pokémon zieht es bei den Geist-Pokémon die Hälfte der HP ab. Dafür werden das gegnerische Pokémon verflucht. Das kann dann nur durch Austausch geheilt werden. Was sieht denn... Ich bin mir nicht mehr sicher, ein Acht oder ein Viertel der HP, aber so, es ist schon noch stark. Weil andere Status-Pokémon wie Brand oder Gift ziehen nur ein Sechzehntel ab. Wie komme ich da unten hin? Aha, ich brauche Kraxler. Ja, bis ich Kraxler habe, das dauert doch ewig. Das sind meine Partanzahl im dreistelligen Bereich. Ich will Kraxler benutzen. Die Wand ist ein Stein, ich kann den Pokémon sie bezwingen. Hey Matrose. Cool. Ja, ich wechsle mal. Auf Herakles. Denn mein kleines Flashy, das werde ich dann später noch super leveln können. Ich war lange nicht in Oliviana City. Wie sieht das mit der an? Ja. Ich kann nicht mehr lesen, darum kämpfe ich jetzt einfach mal. Justus, Wapuzig. Okay, los Herakles. Und Aeroas. Er ist überlebt. Blubber. Blub, 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 blub. Hornattacke. Boing. So, Wapuzig durchbohrt und ist jetzt nun besiegt. Dann kommen mal die anderen zwei. Und es kommt jetzt ein Radikal. Das kommt mir gelegen. Durchbruch, teilen wir Radikal in zwei. Hui! Und Radikal ist down. Jo. So, und jetzt kommt ein Krabi. Krabi. Okay, jetzt benutze ich nochmal Durchbruch. Denn es ist halt der Typenbonus, der hier noch zählt. Und naja, damit habe ich noch eine hohe Angriffskraft und Krabi ist mit einem Hit K.O. Cool. Und Herakles erhält auf unsere Philippi. A, B, C, D. So. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich ein wenig mit meinem Pokémon angebe. Nö, eigentlich nicht. Pikachu! Pikachu! Pikapi! Durchbruch. Karate Kick. Karate Kid, Mann.
Okay, Pikachu ist One-Hit und kein Static. Yay! Sönke. Wer zum Teufel heißt Sönke? Komm schon, lass uns Freunde sein. Du bist älter als ich. Wer Pokémon so liebt wie du, kann gar kein schlechter Mensch sein. Naja, du weißt, was ich so abends mit meinen Pokémon anstelle. Wir können gemeinsam über Pikachu, über Fleckmon, über Tentoxa. Ach, wir könnten über alles mögliche, alle möglichen Pokémon planen. Du und ich werden viel Spaß miteinander haben. Das klingt jetzt komisch. Miteinander Spaß haben. Ja, ja. Die Nummer wurde im Pokémon. Prima, wenn ich will. Ja, ich will da nicht kämpfen, so. So, auf zur nächsten Trainerin. Sagst du mir das Pokémon-Team, zeige ich dir meins, aber nur gleichzeitig. Okay. Das sind so ein Team, das ist ein Pokémon. Wieder ein Pikachu. Sicher Level 8 oder 17. Okay. Und weiblich. Es ist weiblich. Und ciao. Und ich glaube, mein Glück ist so stark, dass ich ja paralysiert werde. Ich hab's gedacht. Egal. Ich bin ja gleich in Oliviana City. Und nehme noch kein Level ab. Schade. Mir macht es nicht aus. Dir nicht, mir schon. So. So, wir sind jetzt in Oliviana City. Yay. Ah, die Arena. Tyler? Was machst du, du Rothaariger? Du schon wieder? Was stellst du dir eigentlich vor mit Verlieren? Mit dir gebe ich mich nicht ab. Okay, ich habe dich mindestens schon 4-mal besiegt. Oder 3-mal, egal. Aber Profilierer, die Arena-Leiterin dieser Stadt ist gerade außer Haus. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. Das ist ein Unfug. Ein Pokémon, das so schwach zum Kämpfen ist, ist wertlos. Warum trainierst du nicht etwas im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wird das dir ja doch noch ein annehmbarer Trainer. Wer verliert immer gegen mich, du oder ich, hä? Egal. Ja. In Oliviana City gibt es noch ein paar kleine... Moment. Ich glaube, hier gibt es noch was. Hier? Ja, ich glaube, von dem Typen. Das berühmt wäre müssen. Moment. Hast du nicht Lust? Ja. Sag einfach ja. Und er gibt euch eine Profi-Angel. Die zweitbeste Angel. Mit dieser können wir mal was anderes als Carpador fangen. Jo. Die Musik ist auch so schön, ne? Richtig so hafenmäßig. Und ja, hier war noch was. Ich glaube, in diesem Stein war noch ein Item, ja, ein Hyperheiler. Cool. Hier unten war ja noch was. Ich glaube, mit einem, der sagt nein, der will hier nur ein glaubs Pokémon haben. Noch ein Pokémon, nur Krabi dabei heißt. Ne, ich habe kein Krabi. Aber wird es gegen einen Voltoball tauschen. Naja. Nicht zu meinem Fall ein Voltoball. So, und hier bekommen wir noch was. Ich habe ganz viele Sticker von meiner Schwester bekommen. Hier, ich gebe dir ein paar davon ab. Hä? Du hast gar keinen Stickerkoffer? Schade, ich hätte dir gerne ein paar Sticker abgetreten. Ja. Wenn ich ungezogen bin, macht mein Papa immer sofort mit gruseligen Geschichten Angst. Also, wenn du ungezogen bist, dann gibt's mir eine andere Strafe. Entschuldigung. So, gibt's hier noch was? Ja, ich glaube, hier war's. Hier? Ja, das ist das Restaurant. Hallo, ich hätte gerne Pizza mit viel Salami und eine Cola. Das Menü des Oliviana City Cafés ist jetzt randvoll gespickt mit deftiger Seemannskost. Gut, dann nehme ich Spinat. Du da, dieser Pokémon-Trainer, in den Bergen unterwegs bist, stößt du manchmal auf runde Steine. Die Attacke namens Stärke könnten wir. Ja, die Themen habe ich schon. Fahrer meine ich, immer wenn ich diese Stadt komme, schaue ich hier zum Essen vorbei. Fresssack. Alles, was hier auf der Karte steht, verleiht unglaubliche Kräfte. Das Essen hier macht es süchtig. Okay. Man schlimm, ich habe Schluck durch, bin aber auch selbst schon immer. Bevor jemand. Ja. Früher, ich glaube ihn noch beim Gold, Silber und Crystal, gab uns dieser Typ die Formstärke. Das ist aber auch schon ein bisschen länger, als seitdem ich es gespielt habe. Ich glaube sogar 9 Jahre oder so. Ja, dann hier ist der gigantische Leuchtturm. Leuchtturm von Oliviana City. Auch bekannt als der Glitzerleuchtturm. Ja, und da werden wir dann im nächsten Part vorbeischauen. Also dann, Moment, Skarbon, was hast du gesagt? Das zittert. Gibt's ein besseres, um mit dir mitzuhalten? Oh, das tut mir leid. Wir machen jetzt eine kleine Pause, nicht wahr, Herakles? Also dann, bis zum nächsten Mal. Cheerio!